Damit willkommen in Petaluma, Kalifornien. Das ist so ungefähr eine halbe Autostunde nördlich von San Francisco gelegen. Und hier residiert Leo Laporte, stolzer Besitzer eines neuen Studios, das er gerade eben vor wenigen Wochen eingeweiht hat. Ja, Leo Laporte, Emmy-Preisträger, Radio-Host, Podcaster vor dem Herrn und jetzt eben auch Web-TV-Macher, das eigentlich schon seit einigen Jahren, aber seine kleine Gartenlaube, aus der er früher mal gesendet hat, ist ihm etwas zu klein geworden und jetzt hat er also richtig angegriffen, ein altes Warenhaus umgebaut und jetzt hier also 30 Kameras in dieser Großraumhalle eingehängt und kann also von dort aus in alle Richtungen filmen und Programm machen. 20 Sendungen pro Woche werden hier produziert. Und dieses Regiepult hier, das müsst ihr euch anschauen, das ist auf Rollen. Das kann man dann, wenn eine Sendung zu Ende ist, dann rumdrehen und für die nächste Sendung verwenden, die dann wenige Minuten später nach den Werbeeinblendungen auch sofort losgeht. Zum Beispiel hier die Tech News Today, da unterhält man sich täglich über Tech. Und das machen eben nicht nur diese drei Studio-Hosts hier plus Regisseur, sondern auch zugeschaltete Gäste, also über Skype. Kommen die aus den ganzen USA mit dazu und unterhalten sich über Technik. Ja, so viel also von unserer kleinen improvisierten Studiotour durch die Leo Laporte Twit Studios. Ich hoffe, es hat euch gefallen und man sieht sich. Peace out.